Wenn wir auf Gott warten und hören, werden wir ja Gott erleben, manchmal durch viel Leid, durch viele Umwege und Enttäuschungen, wie auch immer. Und wir werden spüren und wissen, Gott ist hier. Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Der kennt mich. Wie oft kamen Leute schon zu mir, du hast nur für mich gepredigt. Und manchmal predige ich nur für die Leute. Ich kenne die Leute nicht. Auch sogar vom Internet. Ich kriege so viel Post vom Internet. Leute schreiben mir, Pastor, Sie haben allein für mich gepredigt. Und da haben Hunderte und Tausende gehört, verstehst du? Allein für mich gepredigt. Gott weiß, was das Problem ist. Halleluja. Himmlischer Vater, wir warten auf deine Offenbarung, auf deine Berührung, auf dein Erbarmen, auf deine Anwesenheit und Gegenwart hier bei uns, in unserem Leben, in unserem Dasein. Heiliger Geist, offenbare uns Jesus. Jesus, offenbare dich meinen Zuhörern, wo sie auch immer jetzt gerade zuhören. Zeig ihnen den offenen Himmel. Zeig dich von deinem Thron, oh Gott, als mächtiger, starker Gott. Berühr die Herzen meiner Freunde, meiner Zuhörer. Oh lieber Gott, ich bitte dich, stärke sie. Oh, wir warten zusammen auf dein Heil, auf deine Erlösung. Wir warten auf deine Heilungen, wir warten auf deine Befreiungen, wir warten auf deine Segnungen in unserem Leben. Heilend, benütze auch diese Predigt heute Morgen ganz besonders, dass die Menschen den offenen Himmel sehen. Christus ist für uns, Christus ist mit uns. Halleluja. Lass die Menschen das sehen, was der Jakob einmal gesehen hat, den Himmel offen und wie die Engel Gottes auf- und niedergehen und wie sie ihnen dienen. Oh Gott, lass sie deine Anwesenheit, deine Gegenwart wahrnehmen, heute noch in dieser materialistischen, gottlosen und ungläubigen Welt, eine Welt voller Ungerechtigkeit, lass sie spüren, dass du bei ihnen bist, bei jedem Einzelnen, auch wenn er jetzt gerade krank ist, lieber Gott, berühre die Kranken, wo sie auch jetzt sind in dieser Situation, auch hier unter uns, wenn irgendjemand schwach ist, denn unter uns soll kein Schwacher und kein Kranker sein, lieber Heiland. Begegnet den Nöten meiner Brüder, meiner Schwestern, meiner Freunde, ob selbst wenn sie noch so ungläubig sind, begegnet du ihnen. Ich kann es nicht tun, ich kann sie nicht erreichen. Ich weiß nicht einmal, wo sie wohnen und wo sie sind. Das interessiert mich auch nicht. Aber ich weiß nur eines, Jesus Christus, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja, segne jetzt all die Freunde, die dein Wort hören, in der Predigt jetzt, Herr Jesus, und wo auch immer. Herr, wirke du durch Tiefen und durch Krisen, durch Katastrophen, durch Umstände, durch Widerwärtigkeiten, durch Leiden, durch Freude, durch Glück und Unglück. Wirke du sie, auch wenn sie jetzt im Urlaub irgendwo sind, lieber Heiland, begegne du ihnen ganz besonders. Ich segne alle Hörer. Und alle, die dein Wort lieb haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis Gott.